jive at the bell. No sweat, now I'm feeling swell. Gee golly, it's a beautiful day. I'm gonna burn my troubles away. So, irgendwie, pass auf, ich mache jetzt direkt Essen. Mais, Melonen kann ich anbauen. Da waren hinten im Garten schon welche. Kann ich ihr anpflanzen. Kann nur auf Erde platziert werden. Sie baut ja hier eh das Ding an hier. Ich das hier mit anpflanzen? Sie hat Kürbisse gemacht. Ich das hier hinpflanzen? Nein. Hier hin? Da war was. Ich will das ja auch ein bisschen hübscher haben. Kannst ja eh alles bulldosen anscheinend. Was halt neben die anderen Melonen da? Ach da. Ist gar nicht mal so leicht. Das klappt ja gut. Es war doch hier irgendwo grün gerade. Ach komm. Scheiß drauf. So ist du. Das hat irgendwie das Essen nicht. Doch, jetzt hat's erhöht. Jetzt hast du zwei Essen. Sturgis. Dammit. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal... Natürlich. Unsere Lebensmittelvorräte werden... Ich fress Melonen. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Melonen! Was soll ich denn? Ha, zählte recht. Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, Mutterbeeren. Was auch immer hier wächst. Okay. Ich wollte eigentlich ins Menü und gucken, ob ich das hier wegmachen kann und gucken, was das ist hier. Ja, Melonen. Da hast du vorhin die Melonen abgebaut. Das sind Melonen, die bauen ja schon. Sie wachsen so weiter. Ich kann den Zaun hier mal abreißen. Ist ja ekelhaft. Von hier den Umgefallenen. Ich frage mich halt, ob die auch was an der Umgebung ändern. Das irgendwie umsetzen? Das stört mich jetzt schon. ja, was haben wir denn? Du kannst lagern? Was? Ich hab halt nichts. Ich hab keine Mutterbeeren. Aber warte mal, ich kann die Melonen nochmal nehmen. Die Melonen da nehmen und dann wieder anbauen. Ist ein bisschen schummeln, aber... Scheint wirklich was zu werden. So, ach, dass man lange V drücken muss, ne? Du kannst helfen oder verschwinden. Ach, ey! Die Klappe, ich helf dir. Das nörgel hier mal nicht. Echt mal. Doofe Kuh. Da. Es war grün. Es war doch gerade grün. Kitsching! Wie viel Prozent habe ich jetzt? Nix, weil es nur Melonen waren. Das hat Essen überhaupt nicht hochgemacht. Nee, weil wir es schon hatten. Kann ich das ernten hier? Trotzdem mehr Melonen. Ah, Kürbis. Es sind trotzdem mehr Melonen. Mehr Melonen sind mehr Melonen. Wie, die wollen sich nicht das ganze Jahr lang nur von Melonen ernähren. Kürbis, Flaschenkürbis. Wie? Ja, wie? Hat Essen hochgemacht? Nee. Du bist immer noch da. Drei, doch. Drei. Das dauert immer ein bisschen. Das ist so drei Essen. Okay, drei, das hat aber nur 20% gegeben. Ach, warum? Die machen immer 0,5. Ah. Ach, weil das halt nicht so geiles Essen ist. Hast du irgendwie Essen für... Kann ich dich entwerten? Wie wär's, wenn wir Menschen anbauen? Es gibt nur Waffen. Gute Idee. Ich will Menschen anbauen. Es gibt bestimmt noch woanders irgendwie Kram. Ja, bestimmt. Und das muss ich erstmal finden, bevor ich hier weitermachen kann. Ich meine halt hier in der Nähe auch bestimmt. Bestimmt. Ich weiß aber halt immer noch nicht, wie ich das Zeug aus meinem Menü... Muss ich es auf den Boden schmeißen und dann entwerten oder was? Ja, das... Keine Ahnung. Ich würde mich interessieren, ob ich sowas auch wegmachen kann. Oh, geil. Also ich kann ja echt alles. Hier, auch hier. Ja, das ist halt aber gelb. Du bist halt gelb. Da muss ich ja den Skill dafür auch noch erhöhen. Wenn du hier viel machen willst, ja. Ich weiß ja nicht. Ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, was so die Vorteile davon sind. Bestimmt hast du davon voll Ressourcen und so und immer Heilung und so später. Ja, das kann sein. Dass du dir dann irgendwie voll die Medizin hier aufbaust und so. Ja, und so Wissenschaftler, die ganze Zeit neue Waffen dir basteln. Ja, oder und so. Zusammenbauen, ja, irgendwie sowas halt. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Das ist eine gute Einstellung. Ach komm, wir hauen ab. Oder oh, Dog Meat. Aber das Essen! Ich habe aber nichts zum Anpflanzen. Hm.
Dogmeat. Dogmeat. Kack mal auf den Boden, damit schneller weg. Ich suche Essen. Oh. Ich suche Namens. Dogmeat. Geh dorthin. Warte da. Komm her. Wuff. Handel. Aufgepasst. Ach, ja. Ich hab Handeln als tu was interpretiert. Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken? Nein. Holen? Ich kann dir nichts. Hey, Junge. Doch. Kannst du was für mich finden? Oh, irgendwie gibt's hier anscheinend nichts, oder was? Was war das was denn? Was war das? Das war. Okay. Das habe ich gesehen, dass du nichts gefunden hast. Das hast du gut gemacht. Das hast du. Aufgepasst. Ich bin stolz auf dich. Wie geht's dir, Kumpel? Bin stolz. Was soll's, Junge? Was soll's, Junge? Hä? Was will der von mir? Oh, Mann. Wir haben hier so ein Essensproblem. Ja. Oh Gott. Das war ein bisschen creepy. Wow. Huch. Was macht der da? Depri rumstehen. Cola, hier, ihr habt Cola, trink die doch. Bitte. Ess den Toaster. Ich muss jetzt allein sein. Ja, dann. Geh halt weg. Kann man Bleifliegen anbauen? Oh. Oh, safe. Ja, ich weiß, wie das geht. Hey, ich weiß es, ich kenne das. Ja. Nein! Du hast es kaputt gemacht. Nein. So. Ja. Wow, ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Es ist vergoldet. Bleefliege. Ich wüsste jetzt halt gern, wie ich das so instant verwerte, das Zeug. Kannst du einen Plastikkürbis anbauen? Ja, ich kann die Leute auch anders verarschen, Schatzi. Ich find's gut. Ich weiß, du willst alleine sein, aber ich muss arbeiten. Arbeiten. Oh, den Hundi. Ja, jetzt nimm mal. Oh. Was ist, wenn es Dogmeat war? Vielleicht gibt's im Wurzellager. Will ich da rein? Im Wurzellager? Im Untergrund ist immer böse. WTF? Hätte er voll den Bunker. WTF? Kann ich denen das geben? Die ist auch essen. Ja, aber die brauchen ja nachhaltiges Essen. Ist das etwa nicht nachhaltig? Nee, die Dose füllt sich nicht wieder von selbst auf, leider. Ach so. Gewinnet's der Haut. Ja. Aufbereitetes Wasser. Oh mein Gott, nimm mit. Instant. Verbessert, okay, den kriege ich nicht weg. Hier sind die Kargoldbarren, auch gut. Kriegst du nicht auf? Nee, das verbessert, den krieg ich noch nie auf. Oh, doch. Du so. Gleich aufgeben tut er. Geschafft. Okay. Hey. Ka-ching. Oh, das Gold, nimm das mit. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt, aber vielleicht können wir es verwerten. Kann ich hier drin V drücken und es kommt in den Modus? Nee, komme ich nicht. Okay. Wäre zu schön gewesen. Sonst ist hier nichts. Ist irgendwie enttäuschend. Ich dachte, hier gäbe es Wurzeln. Ja, hätte so ein Wurzellager an sich gehabt. Versteckt. Vielleicht gibt es im Wald diese komischen Bären, von denen der geredet hat. Die Mutabären. Die Mutantenbären. Wow. Da liegt was, siehst du? Ja, das war ein bisschen zu günstig gelagert, der Baumstamm. Wieso günstig? Das ist. Das war nicht obvious. Naja. Naja. Ich weiß nicht, was du hast. Ich fand das nicht so obvious. Das ist wie so eine gewisse Lampe in so einem gewissen Spiel. Das gerade jeder spielt.
Oh, die hatten alle Hundis. Jetzt nicht mehr. Ich war richtig. Wo finden wir Mutterbeeren? Tante Emma rausholen? Guter Name. Ja, ist so geil, oder? Ist ein super Name für so eine Waffe. Für dich. Ist das nur ein Hundi? Ist der aggressiv oder kannst du den... Oh. Nein, die kann man nicht zähmen. Kannst du nicht so eine Hundefarm aufmachen? Zu ganz vielen Hunden. Kommt jetzt hier rüber oder ist der doof? Das ist ein Brahm. Der ist doof. Das war so eine Kuh. Eine Kuh mit zwei Köpfen. So eine ja. Kuh. Kann ich die hier anfangen? Blümchen. Ich glaube nicht, dass sie zum Essen sind, oder? Ich geh da nicht rein. Oder? Ich sollte mal kurz schnell speichern. So. Ich speichere eh zu wenig. Das stimmt. Das tust du wohl. Bären finden hier. Bären? Hallo? Hallo, Bären? Die, aber nicht so Tierbären. Hallo, sind sie eine Bäre? Hä, war da gerade was? Das ist bestimmt eigentlich total einfach. Und wir sind einfach nur wieder blind. Ja, das wächst direkt an der Straße. Ja. Weil das ist doch so Tutorial. Das muss doch eigentlich ziemlich easy peasy so. Ich finde den Sprunggeil, den er drauf hat, ey. Ja. Wer kennt ihn nicht? Das wuscht so. Den mega Seitwärtssprung. Yeah. Kann doch jeder. Mehr Blümchen. Schon noch viele. Mehr Blümchen. Hier ist so viel nichts. Das ist bei Fallout schön. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Aber es ist dekoriert. Sprich mich nicht an. Und nicht wie bei anderen Spielen. Das mit viel nichts. Ist trotzdem viel nichts. Was ist das Rote da? Das wollte ich auch gerade wissen, aber ich... Oh. Okay. Wo ist mein Hund eigentlich? Der chillt. Blutblatt. Ja, klingt lecker. Nehmen wir mit. Kann man das anbauen? Kann man das essen? Wachsen auf jeden Fall einige. Wo ist mein Hund? Vielleicht nimmt er das Bleib ernst. Was du vorhin gesagt hast. Oh, hallo Wand. Aber, ach stimmt, ich habe ihm Bleib gesagt. Ich habe ihm danach doch noch was anderes gesagt. Hm, weiß nicht. Die finde ich doch nie wieder. Und die dead. Ja. Und die confirmed dead. Die Nuge. Ach, das war Gott. Okay. Ich hab Strahlungsschaden erlitten. Ja. Right away. Right away. Right away. Oh. War zu fix. Wieso machst du die einfachen Dinge immer kaputt? Weiß ich nicht. Und den schweren cool. Mache ich so one try. Sauberes grünes Kleid. Kannst du das anziehen? Nur für dich gucke ich das jetzt. Da. Ja! Ah, awesome. Jetzt bin ich glücklich. Ah, sieht ja richtig gut an dir aus. Guck mal. Was denn? Oh. Hat das wieder ausgezogen. Diese Dinger werden auch von Jahr zu Jahr größer und bösartiger. Ja, habe ich wieder ausgezogen. Es tut mir leid. Was hat dir gestanden? Ja, was hat mir gestanden? Von den Stats her null gebracht. Stats, Schmetz. Ja, sagst du. Ja, das sag ich. Das stimmt. Ohne gewisses Nuka Cherry, okay. Yum yum, russische Eier. Yum yum. Kann ich hier nicht raus. Ui. Honk. Kein Fleisch mehr hier liegen lassen.
Das wäre auch bestimmt noch gut gewesen. Fleisch kann man auch nicht anbauen. Ja, doch. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber... So eine Kuh. Und dann... Was ist das? Ach, eine Laborstation. Drogen. Drogen. Ich brauche einen Bären. Und Jet. Was sind... Ach nee, das sind verfügbare Rezepte. Sind die ganzen Bären. Er schüttelt das schon voll... Schon voll ab. Tut so, als würde er arbeiten. Station verlassen. Wo krieg ich Bären her? Ich habe bestimmt schon welche in der Tasche, ich weiß es noch nicht. Dann hättest du die doch anbauen können. Ja. War noch da nicht in der Liste. Das ist eine Blähfliege. Okay. Ich dachte, das wäre ein Hase, aber es war eine Blähfliege. Hm. Oh. Kochstation. Mhm. Ach, guck mal, kannst ja doch kochen. Hm. Kann das kochen hier? Ja, sag ich doch. Sind immer zwei irgendwo. Ich höre sie doch. Nein? Okay. Radio, Kommode, Kerze. Huch. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall nochmal benutzen. Mhm. Hundefutter in der Dose. Ah. Dogmeat. Dogmeat. Wir haben Noms für dich. Leere Milchflaschen tut man auf jeden Fall in Amerika immer in den Kühlschrank zurück. Aha. Das ist sehr beliebt. Ich habe angedrückt, aber es geht nicht. Verstehe gar nicht warum. Oh. Sieht wie so eine Kakerlake. Ja, ist doch gut. Ich konnte Sachen auch irgendwie hochheben in drei. Also so richtig hochheben und irgendwo hinlegen. Au. Hätte ich die Kakerlake in den Topf legen können. Das ist so geil. Ich weiß ja nicht, wie du das so schnell geschafft hast, aber du... Scheint wirklich was zu werden. Was? Die wachsen aber schnell. Sicher, dass die nicht mutiert sind? Ich meine, egal. Du kannst einfach davon jetzt die wieder anbauen. Ja eben, mach ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. Fuck you. Fuck yeah. Ich will mal links klicken, aber es ist eh. So. Klingenkorn. Melonen. Zwei Stück. Huch. Wird aber mit dem Anbau sehr anstrengend hier. Das stimmt. Warum kann ich das nicht weiter da einbauen? Man weiß es nicht. Nein. 80% habe ich schon. Oh mein Gott. Achso, du brauchst wahrscheinlich pro Mensch ein Essen. Das ist fünf Mensch. Gibt Sinn. Also brauchst du fünf Essen. Das heißt, du brauchst noch zwei Melonen oder Kürbisse. Oder Beeren. Oder Beeren, wo auch immer die sich verstecken. Vielleicht hätte ich auch einfach angelogen und die existieren hier gar nicht. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay, er hat keine Beeren, das wäre es jetzt gewesen. Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten. Oh, Cotsworth. Hey, what up? Auch noch nicht gesehen heute. Hast du Beeren? Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Bugazzi, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Hä? Wir können ihn mitnehmen, als Begleiter. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen. Er kann Sachen tragen. Aber ist dann doch nicht weg? Weiß ich nicht. Ja, natürlich. Nach Ihnen, Sir.
Oh, dann ist Dogmeat weg. Ah, okay, das dann nicht. Au. Er toleriert mich. Ja, das klingt irgendwie nicht sehr nett. Yo, what up? Der Laden kommt langsam wieder so richtig in Schwung. Findest du? Hast du Bären? Hast du zufällig Bären dabei? Kommst du mir jetzt mit? Wollte ich nicht mitnehmen. Der stalkt dich. Der stalkert dich. Aufgepasst. Sir. Oh, er scheint mitzukommen, ja. Du hast Dog weggeschickt. Ist er zur Rakete gegangen? Nee, er hat, stand auf Sanctuary. Dog mit nach Sanctuary. Stand da. Wo ist Hundi? Ich werde ihn nie wieder finden. Der sitzt jetzt bestimmt hier irgendwo. Ich glaube, er wird dann hier sitzen. Ich glaube, da stand, er geht nach Rocket Dings. Nein, da stand Sanctuary. Nee, ich habe aber abbrechen gedrückt. Oh. Warte. Wir gehen gucken. Vielleicht finde ich auf dem Weg noch Bären. Ich habe irgendwie die Hoffnung aufgegeben. Es muss diese Mutterbären ja geben. Es kann ja, doch nicht nur eine Sage irgendwie sein. Vielleicht ja doch. Nein. Jetzt weiß ich, was mich die ganze Zeit stört. Die ganze Zeit gar keine Musik. Doch, ist immer so leise. So. Ja, aber schon super leise. Oh, hey, Musik. Ja, ist die ganze Zeit doch schon so. Zu leise. Zu leise. Leiser doch, siehst du, guck mal. Ah, oh, okay. Hey, was ist denn mies? Oh Gott. Was machst du da? Hey, Junge. Kommst du nicht mit? Alles in Ordnung? Alles okay, Junge? Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Enter. Jetzt geht er dahin, wo ich will. Ah, okay. So. Tschüss. Tschüss. Nichts gegen dich, aber... Tschüss. Er ist knuffiger. Er legt den Kopf schief. Ja, das ist leider ein Pluspunkt. Ist auch eine Werkbank. Waffenwerkbank. Werkstatt. Hier kann ich auch schon bauen? Ist ja völliger Wahnsinn. Oh Mann. Kochstation. Ach, jetzt kann ich mir was herstellen. Hey, du kannst echt die Kakerlaken grillen. Wow. Wow. Will ich das? Weiß ich nicht. Vielleicht macht es die Strahlung weg. Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Köterkeule. Nom nom nom. Oh Mann. Baubusrattenhappen. Nom. E ist auch Enter. Ich brauche Enter gar nicht drücken. Ah. Das ist natürlich gut. Besser. Gut, mehr geht nicht. Warte. E, Enter. Ja, Enter ist E. Voll gut. Oh, ist das auch ein Eingang? Nee, ist ein Mülleimer. Rüstungswerkbank. Zahnbürste. Schutzhelm. Habe ich erstmal einen guten Helm gefunden. Oh, ich kann dein den E-Ring ausziehen. Dein Hut ist so viel hübscher. Dein Hut ist so viel hübscher, aber guck mal, der macht nichts. Ist nicht mal an. Jetzt siehst du bestimmt doof aus. Ja. Yep. Wo ist deine Maske hin? Der Meister. Ach, das geht nicht. Ich will die Maske. Will ich die Maske behalten? Ach, ich will nicht da rein. Steuerung, please. Gasmaske ist Helm, ja. Die macht 1 und 15. Der Strahlungsschaden halt, den will ich haben. Yeah. Was ist das hier? Das ist Labor. Das ist Milch. Lol. Es gibt keine Beeren in dieser Welt. Das stimmt.
Oh, ich dachte schon, das wäre... Pilz. Oh. Ist da rein? Ja. Geh mal da rein. Was denn du? Hier ein Pilz. Nom! Dort kannst du bestimmt Drogen machen. Und dann kannst du die Mama Murphy geben. Und dann ist die glücklich. Marbusrattenhügel oder so war das jetzt. Stand da. Sehr gut. Sehr gut. Aha. Das Geräusch. Ich vor allem stell vor, du sammelst so Hirnpilz ein. Das sieht halt aus wie menschliche Gehirne, die aus dem Boden wachsen. Und? Das Problem damit? Oh, ist was. Oh, Headshot. Nice. Huch. So. Okay. Die kamen von unten. Ja, das haben Morphosratten so an sich. Hast du bei Fowler's Shelter nicht aufgepasst? Nein. Da kamen sie auch von unten. Die buddeln sich da auch mal durch den Boden. Was ist das denn? Und die macht keinen Scheiß. Ich muss hier erstmal Pilze sammeln. Was liegt denn hier alles? Wenn da Flasche hintersteht, ist die leer, nehme ich mal an. Nehme ich auch an. Würde ich vermuten, ja. Kühlmittel. Hm. Klingt leider nach etwas, was man gebrauchen könnte. Ja, irgendwie schon. Metalleimer. Knochen des linken Arms. Warum so spezifisch? Wo weißt du das? Ach, guck mal, wenn ich auf Suche, dann sehe ich, dass ich das mitnehmen kann, weil ich Holz brauche. Ja. Ich muss die Suche da wieder deaktivieren. Sonst sehe ich das immer. Herbeere! Herbeere. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klingt ungesund, aber okay. Herbeere. Essens. Oh, oh, oh. Da war Whisky. Du hast mich ein bisschen erschrocken, Hund. Nee. Hundipundi. Knochen des linken Beins. Oh, ich hab's mitgenommen. Wenn du dann noch den rechten Arm mitnimmst, kannst du irgendwann ein ganzes Skelett bauen. Oh. Tollwütig. Oh. Und so. Was ist an deinen Händen? Oh, es ist weg. Okay. Gut. Gut. Solange es wieder weggeht. Alles gut. Knochen des ganzen Körpers. Oh. Teddybär. Nein, nicht trinken. Oh nein. Gut gemacht. Ich wollte das Pilzzeug aufsammeln. Ja. Safe. In der Höhle. Bei den Ratten. Okay. Das wär's. Gekocht. Was? Okay. Putzmittel, jawohl. Gekochte Lederrüstung. Ja, ich glaube. Pilze haben wir jetzt genug. Noch mehr Wege. Ich habe den Überblick verloren. Da geht's raus. Oh, ein Fusionskern. Du stehst in... Ah! Stehst in Kram. Ah, weil hier so ein Fusionsding ist, glaube ich. Du stehst in Kram. Ja. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, stimmt doch. Also hier bei der Whisky und so. Okay. Let's get out of here. Was ist schon die? Sind die schon wieder nachgewachsen? Lass uns Drogen machen.